Guten Morgen und herzlich willkommen zum 18. Vlog der Videoreihe Drone in the Fairy Africas. Ja, am heutigen Morgen werde ich mit dem Chris erstmal zu seinem Grundstück fahren, was ihr in den letzten Vlogs gesehen habt, wo das Haus noch nicht da war. Jetzt wird es ein bisschen weiter aufgebaut sein. Und ich gucke mir mit dem Chris heute einfach an, wie weit das Haus schon ist. Und ja, zum zweiten Teil des Tages, der Sohn von Gigi hat mich gestern gefragt, weil sein Freund ein Musiker ist, ob ich für den ein Video drehen kann, also so ein Musikvideo, kannst du sagen, so ein Live-Video, was die gerne hätten. Und ja, dann ist das mein erster Videodreh hier in Kenia, das ist mal eine ganz andere Sache. Und ja, das wird am heutigen Tag passieren, weiteren Teil weiß ich, was heute noch nicht passiert. Ich warte einfach ab, lass mich überraschen und dann gucke ich mal, was der heutige Tag so bringt. Und ja, dann lassen wir es mal angehen und dann gucken wir mal, wie das Haus jetzt schon aussieht. Und dann nehme ich jetzt einfach mal mit. So, ich befinde mich gerade hier am Grundstück von Chris sein Haus, oder Hütte, wie man es sagen möchte, was hier gerade noch gebaut wird. Ist zwar schon weiterer Fortschritt, aber man könnte jetzt noch nicht drin wirklich wohnen, weil noch kein Dach sich befindet. Zumindest besteht schon der Rahmen des Hauses und ich drehe einfach mal die Kamera um, dann sieht man mal, wie weit das überhaupt ist. Man sieht halt hier verschiedene Äste von verschiedenen Bäumen, die schon hier vorhanden sind. Und das ist der erste Teil des Hauses, weil das Grundstück ist ja noch 50% größer. Also diese 50% sind jetzt soweit fertig. Dann wird halt später noch das Dach, dann noch der Grundsatz hier, was noch ist, geschützt wird von den Rahmen des Hauses. Dann wird hier nur eine Tür reingemacht. Also es kommt auch Stück für Stück. Dann werden noch Fenster, denke ich mal, reingemacht. Oder nicht. Ich weiß nicht, wie der Chris das halt haben möchte. Dann haben wir halt noch hier einen halben, also bis zu diesen Balken hier haben wir noch ein Grundstück. Und da wird er, denke ich mal, auch noch was bauen. Und ja, das ist halt erstmal so ein kleiner Teil von seinem Haus und ich denke mal, das waren so kleine Einblicke, die ich euch mal gerade gezeigt habe. Und ja, ich gucke erstmal, was ich noch hier in den Ecken mache. Eben hat es ein bisschen geregnet, aber im Moment hat es aufgehört, aber die dunklen Wolken sind immer da. Ich hoffe, das Wetter hält sich ein bisschen und ja, dann schauen wir jetzt gleich mal, was wir hier so machen. So, ich bin wieder zurück und es hat geregnet, wie ich es vermutet habe. Das Wetter ist heute leider nicht so toll, wie man sich vorstellt. Sogar auf dem Rückweg eben hat es sogar während der Motorradfahrt ein bisschen geregnet. War jetzt nicht ganz so toll, aber man kann leider nichts ändern. Aber ich möchte mal zurückkommen zu dem Sohn von Digi, seinem Freund, der Musiker, der gerne ein Musikvideo hätte. Der stellt sich ja so ein Musikvideo vor, wie man es in Deutschland kennt. An verschiedenen Locations, einmal an Strand, wie ich das drehe. Dann einmal an einer Brücke und noch irgendeine Location, die er jetzt nicht erzählt hat. Und ja, das stellt sich wie in Deutschland ein Musikvideo vor. Ist für mich keine große Arbeit, wenn ich mal so sagen darf. Ich lerne so ab 1. Oktober richtig einen Videoproduzent. Mittlerweile mache ich das ja nur hobbymäßig und da ist es gar kein Problem. Ich habe öfter auch schon für Leute in Deutschland Filme produziert. Von da ist das für mich nichts Neues. Das Schneiden ist für mich einfach, das Musikunterlegen und alles, was dazu gehört für diesen Musiker, wie der sich das vorstellt, ist kein Problem. Er hat dazu gesagt, er möchte, dass das alles auf YouTube hochgeladen wird, dann kann er sich das Video angucken, wenn ihm das gefällt, dann, wenn ich in Deutschland geschnitten habe, dann werde ich die Datei also auf eine CD machen oder brennen, wie man sagen möchte. Und dann schicke ich ihn das nach Kenia und dann hat er die Datei und kann also mit den Dateien machen, was er möchte. Und ich schenke ihm das einfach als freundschaftliche Sache, weil ich sag mir so, die Leute in Kenia haben kaum Geld und warum soll ich denn jetzt dafür Geld verlangen? Ich mache es einfach aus Gastfreundlichkeit. Ich bin hier als Gast hier in Afrika und dann zeigt man seine Freundlichkeit und man lernt neue Leute kennen. Und das ist mir viel wichtiger, als wenn man nur Geld verlangt, weil Geld ist nicht alles und Geld macht auch keinen glücklich. Ja, das wollte ich mal erzählt haben. Und ja, jetzt werde ich jetzt gleich mit Chris und Safe in die Stadt Kleefi gehen, wir werden ein bisschen essen gehen und dann mal schauen, was wir noch in der Stadt machen, weil es hat ein bisschen regnet, aber das Wetter ist nicht so perfekt. Der heutige Vlog wird auch heute ein bisschen kürzer, ich habe es schon fast 2 Minuten gelabert, aber ich wollte es nur mal erzählt haben. Ich werde einfach mit den zwei jetzt in die Stadt fahren und gucken mal, was wir das Beste aus dem heutigen Tag machen können, weil es regnet, kann man nicht so viel machen, aber naja,
Wir gucken einfach, was wir am heutigen Tag machen und dann nehme ich weiter mit und ja, schauen wir einfach mal. Okay, das war's vom heutigen Vlog. Der heutige Vlog hat ja mehr aus Regen bestanden als sonst was, aber ich habe das Beste aus dem heutigen Tag noch gemacht. Ich befinde mich gerade hier creepy an der Brücke. Ich hoffe, ihr versteht mich. Jetzt geht schon das Licht aus, auch cool, aber man sieht mich schon da etwas mit den Lichtern von den Autos. Und ja, der heutige Tag war eigentlich trotzdem sehr cool, auch wenn es ein bisschen geregnet hat. Die Sonne ist noch untergegangen eben hier. Etwas habe ich ja aufgenommen beim Vorbeigehen und ja. Der neue Tag war trotzdem cool. Es wäre cool, wenn ich heute noch irgendwie eine Timelapse aufnehmen könnte von den Sternen. Einen Stern sehe ich schon hier oben, aber wenn jetzt mehrere Sterne gleich vorhanden sein sollten, ich laufe hier gleich ins Wasser. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ja, wenn das so sein sollte, werdet ihr jetzt gleich noch eine Timelapse von irgendwelchen Sternen sehen. Sternschnuppen wären auch geil, aber man soll ja nicht zu übertreiben, sage ich mir immer. Wir sehen uns im morgigen Vlog wieder, weil morgen haben wir schon Freitag. Die Tage ändern bald. Bald geht's zurück wieder nach Deutschland. Ich will nicht zurück, aber naja. Manchmal muss man auch, das Licht geht schon wieder aus, aber ich glaube, hier geht alles aus. Okay, dann beende ich diesen Vlog an dieser Stelle und wir sehen uns im morgigen Vlog wieder. Dann sage ich nochmal see you tomorrow. Wenn jetzt noch ein paar Sterne kommen sollten, werdet ihr noch eine Aufnahme sehen. Sonst sehen wir uns halt in morgigen Vlog wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.